Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge, oder zu einer weiteren Folge, wohl eher von Let's Play East 2. Ja, in der letzten Folge haben wir diesen sehr, sehr seltsamen Boss besiegt und eigentlich nichts weiter bekommen als einen Tipp. So gesehen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, vielleicht war es ja nicht optional, aber egal. In der heutigen Folge habe ich mir überlegt, wir erkunden nochmal oder erneut den östlichen Teil des Schreins, den ich wieder ausgeblendet habe. Weil im Westen waren wir schon. In der Mitte war, ich glaube, nur eine Tür. Wenn nicht, müssen wir nachher nochmal hinschauen. Und ich meine, mich erinnern zu können, im Osten war auch eine Tür. Zumindest irgendwo. So. Es ist nur die Frage, wo. Bin ich jetzt noch im richtigen Sektor? Ah, ich werde es ja gleich sehen. Ich werde hier einfach mal jede Tür erkunden, die ich sehe, und dann werde ich schon den richtigen Ort finden. Ach ja. Was haben wir hier? Hier haben wir definitiv einen Kanal und eine Tür, die wir jetzt öffnen können. Ich glaube, wir sind richtig. Subterranean Kennel. Okay. Düfteloid. Ja. Tolle Namen. Okay, Düfteloid. Oh. Salicetter Flower, but already has enough. Okay. Ja, ich glaube, das sind die Dinger, die uns die Magie wiederherstellen. Naja, schauen wir mal. Also irgendwo hier wird wohl der Control Room sein, von dem die gesprochen haben. Ja, das sieht so wirklich. Wer bist du? Also ich würde sagen, wenn wir den Fluch brechen, müssen wir definitiv mal hier hin. Um uns hier die... Um vielleicht von dem ein Item zu bekommen oder sowas in die Richtung. Hier laufen wir im Kreis. Also hier hoch. Was für komische, abgrundtief hässliche Viecher. Okay, also der andere Kanal war relativ unübersichtlich. Aber der hier. Himmel. Ich komme gar nicht mehr zurecht. Von der Größe hier. Aber irgendwie scheint es so, als würde es sich überall im Kreis gehen. Ich schau mal, ob hier irgendwie. Ah, vielleicht finden wir sogar Items hier. Also bis auf die Starsetter Flower, die uns ja relativ wenig bringt. Und hier ist auch nichts drin, also auch relativ wenig. What the fuck? Was ist hier? Silver Pendant. Ich glaube, die haben wir gesucht. Ich erinnere mich, die Statue der Göttin hat irgendwas gesagt mit Silber und Blau, Gold irgendwie. Und irgendjemand hat das zwischendurch. Ich glaube, die Priestess of Sava, die Savanid Priestess, hat uns einen Tipp gegeben, dass wir den Schlüssel brauchen, das Pendant brauchen, die Pendant brauchen. Mal schauen. Ich gehe jetzt einfach mal zur Tür und versuche mein Glück. Oder nicht Glück, oh! Sollte echt aufpassen, wo ich hinlaufe. Wie gesagt, ich sollte echt aufpassen, wo ich hinlaufe. Ich glaube, mittlerweile kann ich das Layout von dem Teil des Kennels relativ gut. Schauen wir mal. Okay, das geht nicht. Mist. Anderer Versuch. Use at the Goddess's Statue. De facto? Ich
gehe einfach mal zurück zur Statue der Göttin, wo ich vorhin war, wo ich nichts gemacht habe. Und gebe ihr mal die Kette. Oder halte die Kette an die Nase oder so ähnlich. So, jetzt muss ich noch den Weg wieder finden. Irgendwo hier. Ja. Und ja. Hopp. Okay. Das war einfacher als erwartet. Dann Item Switch. Und wieder speichern. Und weiter geht's. Rechts oder links? Keine Ahnung. Here to see you, he says he's urgent news. Don't rush. Nein. Okay. Wo war Hadad? War der hier drin? Ne, es war Neal. Wo war Hadad? Hadad. Ich sollte nicht einfach sprechen drücken. Okay. Hallo Junge. Tauf. You're too slow. Come on, hurry up already. Ach, den habe ich ja gerettet, stimmt. Das war's. Na toll. Na toll. Und dafür sollte ich jetzt ganz, ganz schnell zurückkommen? Verstehe ich das richtig? Für das? Ah, was soll's. In dem Fall gehe ich halt einfach zurück. Jetzt kann ich ja den Weg. Ach ja. Ich erstelle noch ein Safe, weil es sicher ist sicher und probier's mal hier. Ich fürchte, dieses Areal ist wieder ziemlich groß. Revilvan! Revilvan! Bis ich mich hier wieder zurechtfinde. Hey, der Schrein ist so riesig. Oh, hier ist nichts. Cool. Einwandfrei. Na ja, gut. Haben wir dieses Areal schon mal? Durch. Geralt. Mit viel zu viel Leben. Und Pseudo-Shiva. Oh. Ah, die schießen auch noch. Na, danke. Dann gucken wir mal hier oben. Moment. Ah, also hier ist wieder ein Kreis.
Das heißt, schauen wir mal, was rechts ist. Forkless. Hast du keine Gabel? Forkless. Füße hoch, der kommt tief. Na gut, also. West Wing. Erdgeschoss. Check. Nicht mal hier. Oh, ich habe noch 41 Leben. Scheiße. Okay, nächster Teil. Check. Dann muss hier oben ja irgendwo was sein. Was ist hier? Eine Tür. The key to the water control room is missing, along with Keith took it. Faktisch? Suche Keith. Okay. Dann schauen wir doch mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier geht's weiter. Und wenn es weitergeht, dann mache ich eben den optionalen Bereich vorher. Welcher hier oben ist, welcher nicht vorhanden ist. Gut. Das schränkt das Suchgebiet schon mal ein. Das ist gut. Das ist gut. Wieder hier so viel. Zwei Türen. Ein Brunnen und hier ist nichts. Sackgasse, hier ist Sackgasse. Hier ist Sackgasse. Zwei Türen, rechts oder links? Was ist die rechte? Oh. Oben ist nichts, hier unten ist nichts, rechts ist nichts. Und hier? Oh! Auch nichts, interessant. Oh, Level Up. Das war 40. Ah, weiter im Text, im Takt. Oh, 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 Tür. Oh, bloß eine Kiste. Oh. Now we're talking. Zweitbester Schild. Gut, dann hat sich das hier, diese Sektion schon mal gelohnt. Das hier. Oh. Eine Treppe. Treppe heißt neuer Bereich. Bevor ich irgendwas anderes mache, heile ich mich mal fix. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Aber das Heilen dauert ja auch jedes Mal länger. Ich das Gefühl. Also können wir weitermachen mit dem Erkunden des Ostflügels. Schauen wir mal. Wie viele Optionen wir haben. Hier ist zum Beispiel keine Option, hier ist nämlich eine Sackgasse. Ich glaube, dann haben wir diese Sektion durch. Genau, hier kamen wir nämlich her. Ah, das heißt... Wo war ich denn vorher nicht? Ne, ich muss schon dahin. Aber irgendwas habe ich ausgelassen. Keith hat den Schlüssel. Keith hat den Schlüssel. Wo ist Keith? War ich hier schon drin? Ja, ja klar, hier gab's ein Schild. Und hier. Ah ja, hier ging's weiter über die Treppe. Subterranean Canal.
Nächster Teil. Ah, ich gehe mal erstmal nach da oben. Kerbis. Diese... Ah, hier ist eine Schleife. Die komplette Sektion wird, glaube ich, so unübersichtlich, sobald das Wasser raus ist. Es sind einfach so viele Wege und Treppen und... Was weiß ich noch alles gibt, es ist unglaublich. Ah, mal schauen. Himmel, hilf. Es ist ja... Wow. Mal gut, hier ist schon mal nichts. Und hier sehen wir... Gewiss eine Sackgasse, ja. Na gut, wir haben ja noch mehr Wege, die wir gehen können. Hier zum Beispiel. Ach, was gäbe ich in diesem Spiel für eine Karte? Puh. Moment, das haben wir jetzt auch. War ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht. Aber es ist trotzdem eine Sackgasse. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht. Nein. Und da drüben habe ich einen Freund gefunden und gesehen. Schauen wir mal, ob der uns angreift. Keith. Keith ist ein Echsenmensch. Floodgate Key. Okay. Dann wird es Zeit, das Wasser abzulassen. Und dann werde ich wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, den Kanal weiter zu erkunden, weil hundertprozentig gibt es hier noch Items. Irgendwelche Collectibles, irgendwelche Ringe oder Waffen oder Schilder oder weiß der Geier. Oder der Kuckuck. Pull! Low Metallic Grating. Ah, es gibt ganz schön viel Erfahrung, den Hebel zu betätigen. Oh, the fuck. Gut, dann würde ich sagen, den Rest der Episode werde ich jetzt wohl damit verbringen, diesen Kanal zu erkunden. Und die nächste Episode werde ich damit zubringen, den anderen Kanal zu durchsuchen. Aber es ist garantiert so, dass einfach 90% der Wege in Sackgassen führen, wie zum Beispiel dieser hier. Der hier garantiert auch. Nein, hier ist doch was. Battle Armor. Ja, das ist fein. Aber das ist bestimmt noch nicht alles. Wobei ich fast glaube... Ja, ich bin gerade wieder einfach hoch. Was zur Hölle? War ich hier schon mal? Ist das der andere Kanal? Ja, ist der andere Kanal. Wir sind anscheinend verbunden. Aber da drüben ist eine Kiste, die will ich haben. Gib mir die Kiste. Danke. Keepeth. Falcon Idol. Falcon Idol. Sorry. Focuses fire magic with greater accuracy. Multi-homing ability to fire.
What the fuck? Tür ist dann wieder raus? Zu Keith. It's me, Keith. Campaniel of Lane. Beim fünften Glockenschlag. Okay, das wissen wir jetzt auch. Na gut. Oh, wow. Also dafür, dass es die letzten zwei Episoden, dass da kaum was passiert ist, haben wir in dieser Episode sehr viel geschafft. Wir haben eine neue Rüstung, ein neues Schild, ein neues Idol. Wir haben den Kennel nicht nur gefunden, sondern auch durchgeschafft. Ich würde sagen, ich bin zufrieden für die aktuelle Folge. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Zeit. Ich hoffe, die aktuelle Folge oder die neueste Folge hat euch gefallen. Und das war's für heute mit Let's Play, mit der aktuellen Folge von Let's Play ist 2. Wir sehen uns zur nächsten Folge und bis dahin, ciao, ciao!